Hallo Leute, hier ist der Jake. Ich zeige euch heute ein neues Messer. Und zwar ist das hier in der braunen Lederscheide. Es ist ein Messer von der Piel OHG aus Solingen. Das firmiert unter dem Namen Widdermesser und es ist ein Bowie-Messer. Die Scheide ist so eine Standard-Solinger Scheide. Man kann schon erkennen, anhand von diesen Rissen, es ist nicht die allerbeste Qualität, aber so wurden die eben vor 20 Jahren hergestellt und so alt ist das Messer auch mindestens. Vielleicht auch schon 30 oder 40 Jahre alt. Es ist auf jeden Fall ein Bowie-Messer, gut zu erkennen an dieser Entenschnabelform hier vorne und dieser Aufschrift Bowie. Hier erkennt man den Stempel vom Hersteller. Gucken wir mal, ob ihr das erkennen könnt. Das ist Widder Solingen, Germany. So, das Messer hat schöne Edelholz-Griffschalen. Dann die Nieten sind mit Messingabdeckung versehen. Hier ist ein Messing-Parierstück. Es liegt gut in der Hand. Das ist kopflastig wie die meisten Bowie-Messer. Es ist Full Tang. Die Klinge geht ins Griffstück über bis zum Ende. Das ganze Messer ist ungefähr 39 cm lang. Kannst du hier erkennen. Die Klinge ist 25 cm. An der breitesten Stelle ist sie 5 cm und in etwa 7 mm dick. Es wiegt 575 Gramm. Also kein leichtes Messer. Ich nehme mal jetzt zum Vergleich mein größtes Messer dazu. Das Puma 6320. Das Fahrtenmesser oder großes Bowie-Fahrtenmesser. Vom Griff her ist es kürzer, die Klinge ist aber deutlich länger. Oder mal als zweiten Vergleich, auch mit dem relativ großen Messer, das Weitblatt nach Frevert. Hier erkennt man, das ist deutlich kleiner. Allerdings noch ein bisschen dicker und auch ein klein wenig schwerer noch als hier dieses Bowie. Das hat nämlich knapp 600 Gramm. Hier das 575, also ähnlich schwer. Das ist auf jeden Fall eine Edelstahlklinge. Welcher Stahl genau? 440 C, B, A, keine Ahnung. Es ist auch nicht extrem scharf geschliffen. Da es in der Vitrine liegt, ist es auch nicht so wichtig. So, das war's. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.